Hier sind wir jetzt am Rasterelektronenmikroskop, REM oder englisch SEM, Scanning Electron Microscope, und dann wollen wir mal reinschauen. Dann gehen wir gleich auch mal ans Gerät nach hinten und gucken uns das mal an. Das Typische am Rasterelektronenmikroskop ist, dass hier unten eine große Probenkammer hat. Gucken wir ganz zum Schluss mal rein, dazu muss jetzt noch belüftet werden. Und wenn es eine Probe drin, die wollen wir uns anschauen, dann machen wir die jetzt ganz zum Schluss. Hier oben ist eine Elektronenkanone, hier ist ein Wolframfilament drin. Das in Beschleunigungsspannung werden diese Elektronen nach unten beschleunigt, auf diese Probe drauf. Und über verschiedene Detektoren beobachten wir am Rasterelektronenmikroskop hauptsächlich die Probe. Die Probe, die muss nicht besonders poliert sein, sondern das ist beispielsweise bei der Mikrosonde. Es kann natürlich ein Stein sein, es kann ein kleines Tierchen sein, es kann eine biologische Probe sein, ein Blatt oder sonst irgendwas. Kann man alles hier rein machen. Muss davor gespattert werden mit Platin oder Gold und dann die Elektronen darüber abfließen und dann kann man es hier anschauen. Hier ist die Kamera für ein optisches Bild, das ist eine Infrarotkamera, die kann man hier anschalten, das mache ich mal. Und dann schaut man in die Probenkammer rein. Also das hier ist die Probe und das hier ist der Polschuh. Von hier oben kommen die Elektronen hier auf die Probe. Wir schauen nachher noch in die Probenkammer, das sehen wir jetzt alles deutlich besser als hier. Hier sind die verschiedenen Detektoren. Das hier zum Beispiel ist eine Chroma-CL, damit können wir Kathode und Lumineszenz anschauen. Funktioniert gerade nicht, das muss ich vorführen, weil das Netzteil kaputt ist. Und dann gibt es noch eine Mini-CL, die hier oben ist. Dann haben wir noch ein IBSD, das ist für Wolkungsmuster, das ist ganz hier hinten dran. Und dann gibt es noch einen, der BSE-Detektor, der direkt unten hier am Pulschen dran sitzt. Und ein SE-Detektor, der einer von denen ist hier rein. Mit dem haben wir alles bildgebende Verfahren, IBSD, Fraktionspattern, das wird gut. Und dann gibt es noch hier den BSE-Detektor, damit können wir chemische Analysen machen. Das ist ein Halbleiter, der muss hier mit Stickstoff gekühlt werden, das hat hier einen Stickstofftank und der ist hier innen drin. Ich habe jetzt gerade mal hier, das sind Steuerungsmodule, die verschieden, wie gesagt, hier kann man in die Probenkammer reingucken. Also beispielsweise, wenn wir hier reinschauen, haben wir hier das Pendel, um das Ganze steuern zu können. Ich kann hier mit dem Joystick das Ganze hier runterfahren oder nach oben fahren. Und da sieht man, wie sehr langsam sich hier der Probentisch bewegt. Das hier ist der Computer für die Bilder. Im Moment ist hier ein Beamblanking on, damit nicht die ganze Zeit der Elektronenstrahl auf die Probe draufballert. Den kann ich jetzt mal ausmachen und jetzt sehen wir hier ein Diamantkorn. Das ist mich gerade ein bisschen hoch und runter gefahren, ist nicht mehr ganz optimal im Fokus, aber man sieht das meiste schon. Von hier schauen wir jetzt auf die Probe drauf, das ist der Probentisch. Da können wir hier oben herfahren. Ich fahre mal rüber, das sieht man auch gleich, wie diese Probe dann verschwindet. Wenn ich jetzt an diese Stelle gehe und fahre hier hin, dann fährt die Probe an irgendeine andere Stelle, wo jetzt wahrscheinlich nichts ist. Und hier sehen wir, wie die Probe hoch und runter fährt. Mit diesem Computer hier können wir EDX und IBSD machen. Hier ist jetzt dieser Diamant. Ich habe hier mal ein Spektrum gemacht. Ist natürlich nicht besonders spektakulär beim Diamant, weil alles nur Kohlenstoff ist. Also hier können wir nicht gerade besonders viel sehen, aber das ist die Inkasoftung hier. Können wir diese ganzen Sachen dann relativ schnell machen. Und während ich noch kurz zur Probenvorbereitung gehe, mache ich hier mal die Hochspannung aus, um dann die Kammer belüften zu können. Das Ganze findet hier vorne statt. Ich drücke hier einfach mal auf Belüften. Dann muss die ganze Probe in die richtige Position gefahren werden. Das kann man hier über Change, geht dann hier auf Go und dann fährt die Probe hier in die richtige Position, um den Probenwechsel zu machen. Bis das Ganze hier belüftet ist, zeige ich kurz die Probenvorbereitung. Hier gibt es dann einen Trockenschrank, neben es alle möglichen Halter, die typischen Halter für Elektronenmikroskop. Oben sind diese Stubs, das sind diese runden Teller, die unten so einen Stift haben. Man kann ja auch sehr schön sehen, dass man keine polierten, speziell präparierten Proben braucht, sondern wirklich direkt Gesteine oder sonstiges reintun kann. Hier sind es schon vielmals mit Gold gewandt. Und dann gibt es alle möglichen verschiedenen Halter, auch für natürlich runde Schliffe. Auch, man kann auch Mikrosondenschliffe hier reinmachen.
beispielsweise so einen Halter hier mit runde Schliffe dann. Oder einen anderen Halter dann für eckige Schliffe wie der hier. Also man kann wirklich eigentlich alles sehr leicht in das Rasselbetonen einbauen. Mittlerweile soll das Ganze belüftet sein und man würde das mal in die Kamera werfen. Schauen, ob es aufgeht. Man kann hier nochmal in die Kamera schauen. Und probe es jetzt auch hier unten in der richtigen Position. Und dann machen wir hier einmal auf und gucken rein und sehen schon einen sehr großen Probenraum hier. Also das hier ist jetzt die Probe. Da oben ist diese Pulsche, wo die Elektronen rauskommen. Und dann kann man die hier sehr vorsichtig, nicht die Hand nach oben, das ist mit dem Anschluss, einmal rausholen. Das ist auch nur zu Demonstrationszwecken. Ich mache wieder zu. Das Wasser ist immer im evakuierten Zustand, deshalb tippe ich hier gleich mal wieder auf evakuieren. Und dann hat man hier beispielsweise das eine Probe mit diesem Stub, auf dem diese Diamanten drauf fallen. Und so funktioniert in etwa das Rasterelektronensystem.